Der Platz bedeutet, zu sich so zu kommen, wie es eben eine Quelle gibt. Und wer diese Quelle hier erlebt, der wurde hierher geholt. Denn es gibt etwas, wir nennen es die Verbundenheit. Zurück zum Ursprung. Zurück zum Ursprung, und es wurde dieser Platz 1962 durch meine Mutter eröffnet. Mhm. Und da gibt es eine Geschichte, die wir auch niederschreiben und die auch eine große Verbindung hat mit einem geistigen Weg. Denn was uns verbindet, ist etwas, was wir im Außen nicht sehen können. Das ist ein Miteinander verbunden sein, wir nennen es die Freundschaft. Mhm. Und diese neue Zeit wird auch mit Wogen und Wellen gekennzeichnet. Wir nennen es, aus Woge und Welle entsteht die Mitte. Und da wir hier ein Platz sind, wo wir uns in dieser Offenheit begegnen, kann jeder herkommen. Wir machen keinen Unterschied von Sprache zu Sprache oder zu einer schon vielleicht Tradition. Wir möchten für Mutter Erde ein gesamtheitliches anerkennen. Denn sie ist ein gesamtheitlicher Organismus. Und der wird dieses Mal durch die Herzensliebe wieder zu einem großen Verbundensein geführt, wie wir selber in Einfachheit leben. Deswegen heiße ich Mutter Gertrude. Denn die Mutter ist eben für das Leben, das sie gebiert, verantwortlich. Pachamama, Mutter Erde. Und der Vater, der es erzeugt hat, ist immer die Begleitung. Das sind dann die, die sich auch gefunden haben. Das ist, hat auch etwas mit einer Anziehungskraft zu tun. Mhm. Schön. Und der Platz hat schon sehr viele zusammengeführt. Er wird Herzplatz genannt. Ja, ist ein Herzplatz. Ich kann das aus 25 Jahren Erfahrungen mit diesem Platz sagen. Also ich bin 2010 erst so richtig eingestiegen, nicht 25 Jahre. Ja. Aber von Anfang an, er hat bei mir so viel Entwicklung gebracht in meinem Bewusstsein, dass ich jedes Mal wieder gerne komme auf diesen Platz. Ja. Sehr toller Platz. dieser Friedensplatz oder diese Energie oder dieses Seed Camp. Welche Zukunftspläne hast du mit diesem Platz, mit deiner Stiftung? Du hast ja die Rosenthal-Stiftung, ne? Ja, es ist eine Stiftung. Das ist etwas, was mit Heilkunde zu tun hat und mit Ganzwerdung. Und erst in diesem Jahr, wo wir anerkennen, dass es schon mehr Bewusstsein geben wird, können wir das auch mehr in die Öffentlichkeit bringen. Das ist die Hildegard von Bingen Stiftung, oder? Ja, das war die St. Hildegard. Und das war eben auch eine Visionärin, die hatte ein großes, man nennt es eben auch das Auge Gottes, das sie lesen konnte, man nennt es auch das goldene Buch. Und alles, was sie je auch gelebt hat, das bleibt als Resonanz immer verbunden, wieder wo es etwas gibt, was wir inspiriert bekommen. Und da wurde ich eben inspiriert. Mhm. Und so machen wir eine ganz bestimmte, es ist wie wenn ein Brückenschlag dieses Mal über alles, was sich abgespalten hatte, was in den Ideologien und was da an Grausamkeiten gewesen ist durch Macht und Kämpfe, das wird über diese neue Zeit nicht mehr, über die Jugend wird das nicht mehr sein. Denn sie haben schon eine höhere Inspirierung mitgeboren. Und es gibt dann eine sehr hohe Form, was auch die Mutter Erde zurzeit erfährt. Sie wird heller, denn es war sehr viel noch im Dunklen. Und über diesen Paradigma, in dem wir zurzeit alle miteinander uns auch fragen, was geschieht mit der Erde, sie bekommt eine höhere Stufe, in dem auch wir sie anerkennen, dass sie eben ein Ganzes ist. Deswegen will die Jugend auch sie als Ganzes erhalten, und wir bilden Freundschaften über die ganze Mutter Erde als Netzwerk. Und ich freue mich, wenn sehr viele junge Leute auch den sinnhaften Weg begreifen, dass es eben eine Mitte gibt. Das ist alles ein Miteinander verbunden sein, denn beide Seiten, wenn es die Mitte bildet, hat es in sich das, wir nennen es eben ein kosmisches Bewusstsein. Mhm. Und wir wollen daran
niemanden mehr übervorteilen oder ihm etwas suggerieren. Hier soll ein Platz sein der Selbstfindung, auch des Übens, auch in der Küche, überall, wo Sie mitarbeiten, können Sie sich kennenlernen. Und der eine ist eben für das geschickt und der andere für das geschickt. Doch er kann auch was lernen. Ja, er kann eben von dem anderen auch was lernen. Auch die Sprache. Und es sind Freundschaften, die sich entwickeln. Und das ist über die ganze Mutter Erde ein Netzwerk, wie ich sie von Costa Rica 94, 95 durch mein sehr tiefes Erkennen der Zusammenhänge. Ich habe die ganze Erde umwandert. Und ich habe nur mehr diese Menschen getroffen. Denn es ist eben auf der Straße auch dieser Mensch zu treffen und nicht in irgendeinem kleinen Wellness-Center. Mhm. Das ist nicht mein Platz, kein Wellness, sondern ich nenne es Weg, Praxis und sich Freunde anerkennen. Das ist der Mensch. Kann ich das so kurz zusammenfassen, dass das hier ein Platz ist, wo die Menschen das goldene Licht in sich leben lernen und dann zum Ausdruck bringen lernen? Kann ich das so beschreiben oder willst du das anders beschreiben? Es wird dieses Mal, es kommt, man nennt es die goldene Blüte. Und das hat sich mit Zeichen gezeigt. Und ein Kundiger, die sind so geboren, dass sie eben alles aufnehmen und sie werden inspiriert. Und deswegen bin ich aus einer Familie, wo es eine Vorsehung gegeben hatte. Und es gibt das goldene Licht, das wird dieses Mal durch Bewusstsein, wenn wir dann auch uns darauf ausrichten, dann wird es aufgenommen. Und das heißt, ich inspiriere und ich atme und ich bin dann dieser Ausdruck. Denn das kann man nicht. Man kann das Leben nicht zerlegen. Es ist dieses Mal das One, wir nennen es One, der bewusst gewordene Mensch. Genau. Und ich bin jetzt 82 und es ist mir eine große Freude, dass ich einen Freund schon lange kenne, auch Danke. Mit unseren persönlichen, das ist wie ein, man nennt es Schliff. Es ist ein Schliff, ein diamantener Schliff, die sich gegenseitig eben reiben. Genau. Denn wir sind ja nicht nur eine kleine Kopie. Genau. Das Persönliche muss eben auch einen Gipfel bilden. Genau. Ja, und die Fragen sind sehr wichtig, dass es auch die Antwort, wer fragen kann, wird auch die Antwort bekommen, denn er fragt um den Sinn des Wanderweges. Es gibt nur richtige Fragen, hat mir mal ein Meister gesagt. Wichtig ist, dass man die richtigen Fragen stellt. Wichtig ist, die Frage einem auch wieder eine eigene Antwort bringt. Denn jeder hat sich zu fragen, warum bin ich hier? Warum habe ich dieses Leben geschenkt bekommen? Die Mutter Erde ist ein für uns. Es ist ein Experimentierfeld. Es ist ein sich selber kennenlernen. Es ist ein mit großer Freude die Natur anerkennen. Wir wollen sie erhalten. Und sie ist etwas Unvergängliches. Denn aus jedem Samen kommt wieder das Original. Aus jedem Samen kommt wieder das Original. So wie auch der Mensch aus einem Samen sein Original entwickelt. Ja, Gertrude, dieser Samen, den hat ja jeder in uns. Nicht? Und jeder kann ja der Tropfen oder der Ozean sein. Er kann immer entscheiden, welches Bewusstsein er im Jetzt lebt. Jetzt meine, ist das jetzt eine Frage oder eine Antwort? Jetzt meine Frage dazu. Ich bin ja von meinem Maya-Kind der Samen oder der Seed der Samen. Und dann habe ich mir Gedanken gemacht über diesen Samen. Sind wir nicht alle Samen und jeder ist Einzigartigkeit, einzigartig in seinem Bewusstsein? Es gibt, die Schöpfung hat uns so geschöpft, dass es den One gegeben hat, das war das Ideal, man nennt es so, das Ideal, das war die Schöpfung in sich. Und aus diesem One, aus diesem Samen hat sich dann das Geschlecht Mann und Frau herausentwickelt, damit es eben auch, man nennt es Fruchtabfolge hat. Ja. Denn aus jedem Samen wird es eben dann auch wieder mehr und mehr Früchte geben. Genau. Und so gibt es in jedem Samen, liegt bereits das ganze Potenzial eingeboren. Und das liegt immer, sobald ein Kind geboren wird,
atmet es die Schöpfung ein. Und wenn dieses Kind dann nicht durch Überfrachtungen und durch Ideologien und durch Altes hin und her geschoben wird, dann kann es das Original so entwickeln, wie es eben durch einen Samen, wie der Baum sich entwickelt. Zuerst ist er der kleine Sämling, grün, undifferenziert, man kann ihn nicht erkennen. Und dann kommt das, was es eben das Kennzeichen ist. Das kann eine Liane sein und das kann eben ein großer Baum sein. Und das ist auch immer mitgeboren, was aus diesem Menschen wird. Die Gene. Deswegen wird sein Original immer wichtiger, dass er nicht ein Verschnitt ist aus Verkopfung und Vorstellung und einen kleinen Film immer als Vorspann haben. Das entfremdet den Menschen. Was würdest du als Tipp den Menschen mitgeben, weil ich ja im Leben immer merke, dass viele leben, die Leben ihrer Väter oder Mütter nachleben, dass sie ihr eigenes Leben. Was könntest du ihnen als Tipp geben, dass sie einmal ihr selbst leben und nicht andauernd die Rollenspiele der Eltern nachspielen? Wir gehen zurzeit in einen ganz großen, es ist ein einziger Bewusstseinswandel zurzeit im Gang, wo alles, was überhaupt nur mit Vorstellung erreicht wurde, das hat sich dann mit sehr viel Spaltung gezeigt. Deswegen diese vielen Krankheiten, Abspaltungen. Und da wir in eine höhere Stufe, das ist wirklich ein Quantensprung, was auch die Wissenschaft zurzeit anerkennen kann, fängt etwas an, wo der Mensch, was er vorher noch nicht gewusst hat, das wird ihm plötzlich geöffnet. Mhm. Es gibt Zentren, die sich dieses Mal öffnen. Und wer dann eine tiefe Meditation oder auch eine Einkehr pflegt, der erlebt es, dass es sich öffnet und dass es in sich einen Gipfel gibt, in sich ein Ziel gibt. Und das zu erlangen, ist die Glückseligkeit. Richtig, ja. Bin ich vollkommen bei dir, wobei ich immer dabei nachdenke, was du eben gerade Wissenschaft gesagt hast. Irgendwo habe ich das Gefühl, dass die Wissenschaft immer etwas hinten nach ist, weil sie will sich ja immer das Ganze erklären, was ja in Wirklichkeit schon da ist. Kann man Spiritualität in Wirklichkeit erklären? Kann man das wissenschaftlich erklären? Es gibt dieses Mal, sie wollen das versuchen, warum sind diese mit sehr viel Meditation oder mit Hingabe oder mit einer Verinnerlichung, warum sie die so anders bewegen oder freier sich bewegen? Sie messen sogar die Gehirnströme. Und da hat es eine Resonanz. Und diese Resonanz ist eben mit einer sehr hohen Stufe zu verbinden. Und wir nennen es über uns immer das höhere Selbst, was uns dann auch von Kindheit an, das ist eben über Stufen zu erreichen. Und wir sprechen von der Herzerfahrung, das ist die Mitte. Und ab dieser Mitte gibt es dann diese Stufen, wo wir dann absolut hinaufkommen, das ist der Anschluss. Und den Anschluss kann man nur erreichen, indem es dann auch gelebt wird. Genau. Nicht davon sprechen, es zu leben. Ja? Man kann es nicht erklären, man kann es nur in der Praxis erleben. Genau. Es ist ein Spiegel. Dieses Mal wird der Spiegel geglättet. Wir kommen in eine Stufe, wo es die Wassermann- oder Uranuszeit gibt. Und das wird sehr vielen helfen, wenn sie davon überhaupt einmal hören, dass es mitgeboren liegt, dass es die Schöpfung in uns gibt. Weißt du, weil du das gerade gesagt hast, ich habe es so schön gefunden, da sind wir oben auf einen Kreis gesessen am Lagerfeuer und dann sind wir so 20 Leute gesessen und da waren 4, 5 dabei, die haben die ganze Zeit gesprochen. Ne? Und da habe ich einmal so durch die Runde geschaut und auf einmal waren 4, 5 Leute dabei, mit denen habe ich mit den Augen sprechen können. Und die meisten Menschen haben das ja schon verlernt, dass sie telepathisch miteinander musizieren können, weil sie die meiste Zeit mit dem Sprechen so im Außen sind, dass sie gar nicht mehr über die Augen miteinander sprechen können. Und wie ist es, also ich habe das Gefühl so, dass Telepathie natürlich auch ein Bestandteil unseres Wesens ist, dass wir in den Jahrzehnten verlernt haben. Wie bist denn du der Meinung? Es gibt die Inspirierbarkeit und es gibt die Übertragung. Und wenn da keine Absicht ist, und wenn gar keine Suggestion sich jemanden holen möchte, dann finden sich die zwei plötzlich, die können miteinander kommunizieren. Ja, das ist, ja. Und
auf einmal sind Sie über etwas inspirierbar, was Sie verbindet. Genau. Das sind dieses Mal die Freunde. Mhm. Die treffen sich auf der ganzen Welt. Genau. Über oder nach einer Ecke auf einmal steht einer vor dir und der spricht dich an und es ist für mich schon der Gleichklang. Und du glaubst schon, dass du ihn ewig kennen würdest, ne? Es gibt den Gleichklang von dieser neuen Stufe, wo sie alle hier sind, damit Mutter Erde eben erneuert werden kann. Und das hat nichts mit irgendeinem Geschäft zu tun. Genau. Es hat mit Bewusstwerdung zu tun, mit Reifung und mit Ausdruck geben im Weg, im Werk. Das ist die sogenannte Signatur. Genau. Und alles, was meisterlich ist, bleibt auch immer wieder inspirierend für die Nächsten. Denn es hat Schwingung. Super. Es ist alles, was du aus dir hervorbringst, was Schwingung ist, erzeugt eine Resonanz. Und das ist dieses Mal eben ein großes sich verbinden. Deswegen wird dieser Platz jetzt einmal ja, schon ein bisschen mehr oder mehr hergerichtet, dass wir dann auch... Dann, wir leben hier sehr einfach, doch wir lassen es jetzt einmal so ursprünglich sein und wir sind keine Wellness oder keine irgendwie, dass man sich wieder etwas erwartet, weil ich Geld habe. Es hat mit der Einfachheit zu tun. Genau. Es hat nichts mit einem Mammon oder Geld oder Kapital zu tun. Es hat mit einer großen Zuversicht zu tun. Und so wird eben jeder die Mitte leben. Gib und nimm ist dieses Mal unser Prinzip. Wunderschön, wunderschön. Ja, ich habe schon, also der Bär hat jetzt ein Camp aufgebaut hier bis zum 28. August. Ne? Ja, ja, ja. Ein Wertschätzungsbeitrag für Strom, was ich habe und so, das gebe ich natürlich der Müller, weil das ja auch normal ist, wenn man was nimmt, dass man auch was gibt. Das gehört einfach dazu, ja. Was hast du so vor nächste Woche? Es ist eben bei mir so, dass ich... Wir arbeiten mit einer ganz kleinen Gruppe, das ist immer Aussendung und auch Weitergabe. Und wir wollen uns treffen, wahrscheinlich ein paar Leute. Und vielleicht können wir uns zusammenschließen. Hast du eine E-Mail-Adresse, was ich weitergeben kann? Ja, ja, Mutter Gertrude. muttergertrude@sms.at. Und wer das organisiert... Zusammengeschrieben in kleinen Buchstaben. Ja, und wer das organisiert, ist der Clemens. Der macht die ganze, immer auch... Wenn wir uns dann auch über Laptop treffen, macht er das. Ich habe gar nichts mit einer Organisation zu tun. Mein Gewand hat keine Taschen. Deswegen mache ich gar nichts mehr mit irgendeiner Geschäftemacherei. Ja, das geht ja nicht. Es geht mir um für den Platz eine Spende, eine Wertschätzung kann man es geht, ja, und wir wollen hier, für mich ist es der Friedensweg. Und zwar für alles, was wir verbinden können. Gibt der Mutter Erde eine nochmalige, das ist wie wenn sie noch einmal zu ihrem Ursprung, zu ihrem One über Menschen zurückgeführt werden kann, die keine Absicht haben, die rein mit ihr verbunden bleiben. Wunderbar. Von Kindheit an immer ihre Schönheit anerkennen. Wunderbar. Und das wollen wir pflegen. Genau. Und die Kinder, die jetzt geboren sind, die sind für mich schon wunderbare, die strahlen. Und wir wollen sie nicht mehr in irgendeine Partei oder in irgendetwas oder hinein. Oder Dogmatik und narzisstische Erziehung, Unterdrückung, das denn alles die Seele, die Seele, die Seele bekommt keine Nahrung. Das ist dann nur mehr der Intellekt und der würde alles zerlegen. Und die Seele darf und kann nicht zerlegt werden. Sie ist allumfassend. Und wenn sie das dann auch leben kann in einem Weg und Werk, dann ist es die Freude, das ist die Zuversicht, das ist die Bewegtheit und da gibt es kein Alter. Und die Schale wird abgegeben, da ist auch für mich eine Zeit, wo ich dann mich zurückziehe, doch es bleibt immer Resonanz. Wir nennen es das Echo für die nächste Inspirierbarkeit. Wunderbar. Und das ist unser Kreislauf. Also, noch einmal, deine E-Mail-Adresse ist Mutter Gertrude, zusammengeschrieben, vorne hart und hinten weich Gertrude. Mutter Gertrude. Ja, Mutter Gertrude, also Gertrude, vorne hartes T, hinten weiches T bei Gertrude, @sms.at. Und da bin ich, ja, und ich gebe dann vielleicht von Clemens, weil der macht immer diese Aussendungen, dass wir uns dann auch über den Laptop, das geht schon über, auch nach Afrika. Es gibt dort schon Permakultur, es bilden sich jetzt Kreise, sie sind wirklich so
oft 60, 70 Menschen, Leute, mhm. so, ja. Tribes, kleine Tribes, ja. Kreise, die mhm. dann auch miteinander das auch immer wieder auch die freundschaftliche Beziehung mhm. weitergeben. Da gibt es keinen Neid und keine Missgunst. Denn die Erde kann nur mit einem Friedensweg mhm. zueinander geführt werden. Und das ist dieses Mal die Uranuszeit. So frei von Religionen? Nein, nein, nicht. Nein. Ich nenne das Konfessionen. Konfessionen. Denn das Religio ja. ist ja die Anschließung an die Schöpfung, das Zurückkehren an die Schöpfung ist Religio. Aha. Das ist das neue Religio, die Rückbindung. Die Rückbindung. Alles andere ist menschliches Beiwerk, darüber will ich nicht sprechen, ich spreche kein Urteil. Es war noch sehr viel unter all diesen Schleiern der sogenannten, eben noch nicht ganz gereiften Sichtweise, mhm. wurde sehr viel auch verballhornt und dann auch wieder ein bisschen dazugegeben, weggegeben. Mhm. Eines hat das andere überfrachtet mhm. und dieses Mal darf es nicht mehr sein. Wunderbar. Die Gefahr, dass Mutter Erde verseucht wird, mhm. wird uns nicht mehr erreichen, wenn wir in dieser Kraft uns mit Mutter Erde als Resonanz, eine Wurzel stärkt die andere. Das ist dieses Mal die Wurzel, die zu stärken ist. Die Wurzel. In diesem Sinne geht es dann weiter am 28. zum Mira Friedensfest. Das beginnt dann am 30. Und das Mira Friedensfest ist dann in Allensteig, genau neben dem Truppenübungsplatz. Und da wird es auch passieren, dass zwischendurch einmal ein Panzer vorbeifährt. Ne? Ich werde schauen, ob ich auch rüberkomme. Mir ist das alles immer, wo Menschen sich verbinden im Tanzen in einer sogenannten auch Freundesrunde. Mhm. Es wird eben sehr viel abgerundet durch dieses Verständnis, dass jeder sein Original auch ausdrückt. Genau. Und wenn er es so ausdrückt, dass es den anderen bewegt, dann ist es sehr schön. Genau so ist es. Denn wir wollen uns ja bewegen. Ja, genau. Tanzen zum Rhythmus der Trommel und Spaß haben. Alles oder wir singen oder wir machen uns eine Kreistänze, große, alles Mögliche. Ja. So, danke vielmals. Hast du noch irgendetwas und zu sagen? Ich sage nur eines, dass es für mich eine ganz große Kraft bedeutet, wenn die Menschen hellhörig werden, hellfühlig, dass sie nicht in dieser Verdichtung bleiben. Denn diese hohe Resonanz, die Mutter Erde zurzeit, das kommt eben zu einer großen Kraft, die sich verbindet. Dann sind sie durchlässiger und schwingen mit diesem, was zurzeit herrschend ist. Das ist eben der Uranus, das ist alles, das sind Kräfte, die wir nicht unbedingt mit irgendetwas filmen können. Genau. Es ist überall gleichzeitig zugegen. Liebe ist, mit dem Herzen hell zu sehen. Und dieses Mal ist es eben der Sonnenweg. Danke dir vielmals. Alles Liebe. Danke Aho. Dir. Dankeschön. Und wir geben es in alle Länder. Genau. Danke. Ja.